Hallo und herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Pressekonferenz im Namen von Volkswagen und Dynamo Dresden. Darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Wir befinden uns hier in der gläsernen Manufaktur. Neben mir auf dem Podium befinden sich Henning Schulzki, Leiter Vertrieb und Marketing der gläsernen Manufaktur, Dr. Carsten Krebs, Leiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs von Volkswagen in Sachsen, die beiden Geschäftsführer Michael Born für den kaufmännischen Bereich und Ralf Minge für den sportlichen Bereich. Hier in diesem wunderschönen Gebäude wurden schon eindrucksvolle Konzerte, meisterhaftes Ballett und große Oper inszeniert. Heute ist die gläserne Manufaktur von Volkswagen das Zuhause für E-Mobilität und für die Mobilität der Zukunft. Die Gegenwart heißt E-Golf und die Zukunft trägt so liebevolle Namen wie ID3, ID Cross und das selbstfahrende Auto Cetric. Was ich heute für uns noch etwas sonderbar anhören mag, wird schon in ein paar Jahren für uns alle ganz leicht über die Lippen kommen. Rund 1000 Schritte liegen zwischen der gläsernen Manufaktur und unserem Stadion, dem Rudolf-Habich-Stadion. Dazwischen, Dr. Carsten Krebs, Ihnen ist es jetzt überlassen, uns kurz mit auf die Reise zu nehmen, was dazu geführt hat, dass wir heute hier alle zusammensitzen dürfen. Ja, vielen Dank. Ist, glaube ich, bekannt, dass Volkswagen seit vielen, vielen Jahren sehr engagiert im Bereich Fußball, Fußball-Sponsoring aktiv ist. Ich glaube, viele wissen auch, dass wir zum Beispiel den Fußball-Weltmeister in Frankreich, die Fußball-Weltmeisterin in den USA sponsern. Wir machen viel im Bereich Schweiz, Finnland. Und bekanntermaßen seit 2012 sind wir auch Partner des DFB-Pokals. Man erkennt das an dem VW-Logo bekanntermaßen auf dem Ärmel. Und jetzt seit Januar 2019, das ist schon ein bisschen neuer, sind wir jetzt auch der Mobilitätspartner des Deutschen Fußballverbundes. Ich glaube, man hat das hier ganz gut im Hintergrund gesehen. Aber heute haben wir was ganz Besonderes und wir freuen uns riesig, dass das endlich zusammenkommt und zusammentrifft. Es ist nämlich so, dass wir als Volkswagen in der kommenden Saison, also sprich in dieser Saison, neuer Exklusivsponsor, neuer Exklusivpartner von Dynamo Dresden sind. Und wir glauben, es ist ein ganz wichtiger Meilenstein, sowohl für Volkswagen als auch für Dynamo. Das Besondere, glaube ich, ist, wir haben ja das Kampagnenmotto Fußball, das sind wir alle. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen eben mit diesem Sponsoring eben nicht nur das Spitzenteams oder die Spitzenteams, sondern wir wollen in die Breite, wir wollen auch in den Amateurfußball, wir wollen viel im Bereich Nachwuchs machen. Das heißt, Volkswagen will da ein bisschen auch neue, andere, verstärkte Wege gehen. Und im Rahmen dieser Fußballstrategie ist es bei uns so, dass wir die Partnerschaften mit den örtlichen Vereinen verankern wollen. Und das ist im Endeffekt auch das Besondere, das Neue. Sie wissen vielleicht, dass wir bereits mit vielen anderen Fußballvereinen, wo wir produzieren, auch Partnerschaften haben. Und es ist so, dass wir neben dem Engagement mit Dynamo Dresden heute eben auch mitteilen werden, dass wir die Partnerschaften mit Chemnitz, die Partnerschaften mit Zwickau um ein weiteres Jahr verlängern. Und an den anderen Standorten in Kassel, in Baunatal, in Emden sind wir weiterhin auch weiter Sponsor, weiter dabei und unterstützen im Endeffekt die Unternehmensstandorte. Wichtig ist, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt hier in Dresden, wir haben uns vor allem das Thema Nachwuchsausbildung auf die Fahnen geschrieben, Mitarbeiteraktionen und Corporate Citizen Aktivitäten. Da wird der Kollege Henning Schulzki gleich noch was dazu sagen. Aber es ist so, dass wir Aktivitäten eben an vielen Unternehmensstandorten haben und jetzt endlich auch am Standort in Dresden. Da ist es gänzlich so, dass wir jeweils den klassenhöchsten Standortverein unterstützen. Und deshalb sind wir heute hier und freuen uns sehr, das ausgeweitete Engagement jetzt auch am Standort Dresden hier heute verkünden zu können. Und das sage ich jetzt natürlich als Unternehmenssprecher von VW Sachsen, auch die Verlängerung von Chemnitz und von Zwickau hier heute announcen dürfen. Das wäre es von mir. Herr Dr. Krebs, vielen Dank für Ihre einleitenden Worte. Herr Schulzki, was bedeutet das jetzt, diese Partnerschaft ganz konkret für den Standort in Dresden? Ja, mit der Unterstützung der klassenhöchsten Fußballvereine an seinen Unternehmensstandorten übernimmt der Volkswagen auch eine gesellschaftliche Verantwortung im generell. Und die Clubs bieten ja für die Volkswagen-Belegschaft auch einen hohen Mehrwert, gerade auch im Kontext Identität an den jeweiligen Standorten.
Und Dynamo Dresden und die Gläsermanufaktur sind zwei Aushängeschilder in der Landeshauptstadt Dresden. Und viele unserer Mitarbeiter sind bereits Fans und gehen regelmäßig zu den Heimspielen hin. Und von daher ist es nicht nur eine logische Konsequenz, sondern für uns als Gläsermanufaktur und Volkswagen auch eine ganz große Herzensangelegenheit. Und wir sind stolz und froh darüber, dass wir das jetzt in so eine tolle Form gießen können. Also Volkswagen wird Dynamo Dresden, vor allem, wie es der Carsten schon noch gerade hat verlautet lassen, als Förderer im Jugend- und Nachwuchsbereich aktiv werden. Und zudem wollen wir gemeinsam auch gesellschaftliche Projekte anstoßen. Was heißt das konkret? Wir werden in 5 Bereichen, wie gesagt, Nachwuchs- und Jugendförderung aktiv werden. Wir werden im Kontext Branding auch mit Dynamo Dresden die Partnerschaft manifestieren. Dann aber auch im Kontext Mitarbeiter- und Corporate-Citizen-Aktionen und Freundschaftsspiele. Und wir haben jetzt auch schon begonnen, gemeinsam mit den Teams diese konkreten Schritte auszuplanen. Wir werden also im Kontext der Jugend- und Nachwuchsförderung das Thema Fußball-Junior-Master-Turnier hier in Dresden, gerade auch für junge Fußballmannschaften aus dem Dresdner Umfeld anstoßen. Wir werden eine Logopräsenz forcieren oder auch umsetzen. Und wir werden gerade bei den Jugendmannschaften auch eine Logopräsenz, auch Branding auf den Hosen haben. Meet and Greet mit den Spielern, um halt auch diese Fannähe auch umzusetzen. Wir werden eine Autogrammstunde hier in der Gläsermanufaktur durchführen. Und was für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist der Kooperation, ist das Thema Vielfalt. Also wir werden hier mit Dynamo Dresden einen Vielfaltstag auch durchführen. Dresden ist bunt, Dynamo ist bunt, Volkswagen ist genauso bunt. Also von daher ist es halt auch ein Thema, was für uns ganz, ganz wichtig ist. Aber auch Themen wie Einlaufkinder von Mitarbeitern und auch von karitativen Einrichtungen wird genauso ein Bestandteil des Sponsorings sein. Also wir freuen uns sehr, wir sind ganz gespannt und drücken vor allen Dingen den Spielern, der Mannschaft, dem Trainer, dem ganzen Verein, den Fans ganz fest die Daumen für Samstag 13 Uhr. Ich glaube, fiebern alle schon mit und sind auch froh, dass wir das heute hier in dem Rahmen, im Rahmen der Pressekonferenz für die Spieltagseröffnung mit announcen dürfen. Also vielen Dank von meiner Seite. Herr Schulzki, vielen Dank auch für Ihre Worte. Ralf, du kennst den Verein sehr gut, du kennst die Manufaktur, die seit 2001 hier steht, sehr gut von innen und außen. Im Verein haben sich viele gewünscht, dass die Manufaktur, Volkswagen und wir irgendwann zusammenkommen. Wie froh bist du jetzt, dass es jetzt geklappt hat und was bedeutet das für die Nachwuchsförderung in unserem Verein? Ja, wir sind natürlich sehr glücklich, das ist überhaupt keine Frage. An der Stelle ist mir es auch ein Bedürfnis, den Lars Dittert zu grüßen, der sich im Moment im Urlaub befindet. Das ist der Niederlassungsleiter von hier, der es bedauert, dass er nicht dabei sein kann, mit dem ich schon längere Zeit im Austausch war. Es ist ein Dresdner, es ist ein Dynamo-Fan. Und jetzt schließt sich irgendwo der Kreis, was wir natürlich ganz toll finden, die räumliche Nähe zwei der spannendsten Bauwerke Dresdens, sicherlich emotional mit einer unterschiedlichen Akzentuierung, haben sich gefunden und das auch in allererster Linie zur Unterstützung des Nachwuchses. Auch dort gibt es zwangsläufig ein paar Parallelen. Wenn ich die Autos der Zukunft sehe, dann hat das was mit Innovation und Entwicklung zu tun. Wenn ich unsere Talente in der Akademie sehe, dann machen wir nichts anderes, sondern wir wollen die entwickeln zu Profis, die letztendlich mal irgendwann bei uns im Stadion Fußball spielen. Wir haben dort in den letzten Jahren deutlich aufgeholt. Nie ausgeschlossen, dass wieder ein U19-Spieler am Samstag hier in der Startelf steht. Und diese weiteren Mittel, die wir letztendlich da zur Verfügung haben, gerade auch mit Blick auf unser neues Trainingszentrum im kommenden Jahr, die werden uns natürlich helfen, das weiter zu professionalisieren. Danke. Ralf, danke auch dir für dein Eingangsstatement. Michael, Volkswagen ist eines der wichtigsten Unternehmen in unserem Land. Was hat das für eine Bedeutung für die Sponsorenfamilie, für uns als Verein, dass der größte Automobilhersteller der Welt einer der Partner ab sofort des Vereins ist? Ja, wir sind unheimlich stolz darauf, dass uns das gelungen ist. Ralf hat es schon angesprochen. Es waren lange Transferverhandlungen. Es ist über einen längeren Zeitraum vorbereitet worden. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir jetzt hier sitzen können, diese Partnerschaft vorstellen können. Es weiß jeder, dass es gerade
in Dresden, im Dynamoland nicht so viele Großkonzerne gibt, die uns unterstützen können. Von daher sind wir unheimlich froh, dass das jetzt gelungen ist. Und darüber hinaus ist es so, wir haben viele regionale Partner, die gläserne Manufaktur, die regionale Nähe wurde schon angesprochen, ist da auch ein regionaler Partner. Wir haben schon in der Vergangenheit einige tolle Aktionen gemeinsam gemacht. Wenn ich an die Rallye der Spieler mit den E-Golfs denke, die auch bei den Jungs unheimlich gut angekommen ist. Und dass wir das jetzt in eine Partnerschaft gießen können, macht uns stolz und hilft uns natürlich auch, die wirtschaftliche Entwicklung des Vereins weiter voranzutreiben. Wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben im Sponsoring die 10 Millionen Marke erreicht und ich möchte mich in diesem Zusammenhang auch bei unserem Vermarkter Lagardère ganz herzlich bedanken, der die Partnerschaft vermittelt hat und wo wir, glaube ich, sehr, sehr gute Gespräche gemeinsam geführt haben, die jetzt in dieser Partnerschaft enden. Vielen Dank. Michael, danke auch dir für den Moment. Jetzt ist Zeit für Ihre Fragen, die Sie mitgebracht haben. Gerne auch an Ralf, was das Spiel am Samstag gegen Nürnberg angeht, wenn es dazu Fragen gibt, an den Sportgeschäftsführer. Mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen. Dann kommt Cindy und Isabel, unsere beiden Hostessen, zu Ihnen und reicht Ihnen das Mikrofon. Wer hat die erste Frage? Sven Geißler, Sächsische Zeitung, der Herr im karierten Hemd. Ich stelle die Frage auch auf die Gefahr hin, dass Stillschweigen vereinbart wurde, wie das üblich ist. Aber in welchem Rahmen bewegt sich denn die Exklusivpartnerschaft finanziell, in welchem Umfang? Mit dem ersten Satz haben Sie es ja schon gesagt. Also wir haben lange verhandelt, wie gerade schon gesagt, aber das sind natürlich Vertragsdetails, die wir jetzt hier nicht spezifischer konkretisieren, aber ich glaube, was sicherlich nicht ganz unbedeutend ist, wir sind ein sogenannter Exklusivsponsor und gehören damit, aber das kann, glaube ich, Herr Born vielleicht noch ein bisschen präzisieren. Mit der Summe zu sehr zufrieden. Ich sage, wir sind mit der Summe sehr zufrieden. Tim Schlegel, Bild Dresden, erste Reihe im blauen Shirt. Vielleicht eine Frage an alle Beteiligten. Kann das so eine Art Startschuss sein für eine längerfristige Zusammenarbeit, die dann durchaus nicht nur den Nachwuchsbereich betrifft, sondern kann da vielleicht von Seiten von VW auch, ich sag mal, fußballerisch ein zweites großes Standbein wachsen nach Wolfsburg? Oder sagen Sie, wir wollen mal schön die Pferde im Dorf lassen und Wolfsburg bleibt immer Wolfsburg? Also wie gesagt, wir haben die Vereinbarung jetzt erstmal für ein Jahr getroffen. Das ist aber ganz üblich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das haben wir mit allen anderen Standorten auch so gemacht. Das ist üblich. Aber Sie können sich vorstellen, dass es natürlich diverse Interessen auch von anderen Vereinen gibt. Aber natürlich schließen wir nichts aus. Das ist doch klar. Vielleicht noch kurz ein Nachsatz von meiner Seite. Wir freuen uns aber auf jeden Fall auf die Partnerschaft, dass jetzt losgeht. Und wo das dann mal endet, das ist, glaube ich, heute noch nicht abzusehen. Aber jetzt geht's los. Wir kümmern uns gemeinsam oder mit Dynamo um das Thema Jugend und Nachwuchs. Und ich glaube, das ist ein tolles Thema, auch für so einen Beginn einer tiefgreifenden Zusammenarbeit. Thomas Storberg, Sachs, das Stadtmagazin. Also wenn jetzt bekannt ist, die Summe X ist für die Nachwuchsarbeit verfügbar, gibt es schon einen konkreten Plan, wofür genau im Nachwuchs diese finanziellen Möglichkeiten genutzt werden können, sollen, müssen? Wo gibt es denn noch den größten Nachholbedarf, mal von den Trainingsmöglichkeiten abgesehen? Ja, wir haben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sukzessive in den nächsten Jahren deutlich erhöht. Das gibt uns jetzt den Spielraum, dort nochmal was draufzulegen. Es sind ganz einfach verschiedene Aspekte, die für eine tolle Nachwuchsförderung oder für eine effektive Nachwuchsförderung erforderlich sind. Das ist erstmal die Erweiterung der Hauptamtlichkeit, was wir auch permanent gemacht haben. Das Thema Infrastruktur natürlich, wo wir uns auch entwickelt haben, wo dieser Quantensprung, neues Trainingszentrum im nächsten Jahr nochmal kommen wird, wo natürlich auch eine professionelle Ausrüstung da sein muss. Wir haben das Thema Kooperation mit verschiedenen Schul- und Berufseinrichtungen, um auch den dualen Charakter ganz klar zu dokumentieren.
So, und dort werden wir ganz genau analysieren und gucken, wie das Geld am effektivsten genutzt werden kann. Herr Zimmermann, Sie können uns verstehen, ja, weil Sie so kritisch geguckt haben. Wunderbar. Sie verstehen ausgezeichnet gut. Gibt es noch Fragen zu den Herrschaften hier von auf dem Podium? Sven Geißler nochmal von der Sächsischen Zeitung. Dann würde ich die Gelegenheit und das Angebot nutzen und Ralf eine Frage zum bevorstehenden Saisonstart stellen. Mit welchen Erwartungen gehst du in die Saison und gibt es von deiner Seite her ein formuliertes Ziel? Erwartungen? Ja, wir haben erstmal letztendlich irgendwo für den Moment gedacht, wie läuft die Vorbereitung, was entwickelt sich dort, wie weit sind wir schon, wie schnell integrieren sich die Neuen. Und da müssen wir ganz klar konstatieren, dass wir dort auf einem sehr, sehr guten Weg sind, dass das erste Spiel, wie der erste Schultag, immer besondere Vorzeichen letztendlich hat und der Überraschungseffekt ist jetzt vielleicht übertrieben, ne, in der heutigen Zeit. Aber dass wir alle gespannt sind, wie viel PS wir direkt schon vom ersten Spieltag an auf den Platz bringen, das bleibt abzuwarten. Und ja, eigentlich ist es die Vorfreude, die jetzt einkehrt nach der langen Vorbereitung und wir sind alle mega gespannt und ich glaube zum Thema Zielsetzung wird der Trainer dann sicherlich noch drei Worte sagen, damit wir uns nicht wiederholen oder vielleicht sogar widersprechen. Weitere Fragen an die Herrschaften hier vorn? Nach dem zweiten Teil der Pressekonferenz haben Sie dann die Möglichkeit, Fotos zu machen, abgesetzte O-Töne sich zu holen. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, ich schaue nochmal in die Runde, dann bedanke ich mich bei dem Podium hier vorn. Jetzt haben wir uns für den Auftritt unseres Cheftrainers und unseres Außenbahnspielers Niklas Kreuzer was ganz Besonderes überlegt für die Generation Wetten, dass, zu der ich mich noch dazu gehörig fühle. Die können sich jetzt freuen, sie können den Blick nach links richten. Dort wird unser Cheftrainer und Niklas Kreuzer jetzt herangefahren. Schon beginnt der zweite Teil unserer Pressekonferenz. Das ist der übliche Teil vor unseren Heimspielen und zwar die Spieltagspressekonferenz. An meiner Seite rechts von mir begrüße ich unseren Cheftrainer Christian Fiel und zur linken Niklas Kreuzer. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt euch gerade im Herzstück der Manufaktur befunden und eine kleine Testfahrt mit dem E-Golf gemacht. Hat es Spaß gemacht, Christian? Ja, hallo an alle. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war aber jetzt fast zu kurz, das heißt, ich werde mal gucken, ob sich der Kollege irgendwann nochmal für mich Zeit nimmt und mich mal mit diesem schönen Auto durch die Stadt fährt. Zu meiner Schande muss ich sagen, dass ich jetzt in meinem 9. Jahr in Dresden bin und heute das erste Mal hier drin bin. Wenn ich jetzt sehe, wie schön das ist, hätte ich das viel früher mal machen müssen. Aber nochmal ein Kompliment an unseren Fahrer, er hat uns heile hier reingebracht. Vielen Dank dafür. Volkswagen wird dich und deine Kinder, deine Frau sicherlich mal einladen und einen kleinen Rundgang mit dir machen. Niklas, hat es dir auch Spaß gemacht? Bist du schon mal einen E-Golf gefahren zuvor? Saßst du damals am Steuer, als wir die kleine Tour gemacht haben oder warst du nur Beifahrer? Nee, ich saß am Steuer, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habe es auch im Fiello schon erzählt, dass ich da ein bisschen Erfahrung habe. Und ja, hier drin war ich ja Gott sei Dank auch schon mal, deswegen kannte ich das alles ein bisschen und ja, kann mich im Fiello nur anschließen, hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt blickt man voraus und nochmal ganz kurz zurück. 5 Wochen Sommervorbereitung liegen hinter dir. Zum ersten Mal als Cheftrainer von Dynamo Dresden. Wie bewertest du die Zeit? Ihr habt intensiv gearbeitet, davon konnte sich jeder Beobachter ein Bild machen. Ja, wie du es gesagt hast, 5 spannende Wochen liegen hinter mir. Das war das erste Mal, dass ich eine Vorbereitung im Profibereich gemacht habe, dass ich sie geplant habe,
dass ich im Kopf hatte, was ich in diesen 5 Wochen ja einfach mit der Mannschaft, was wir uns da erarbeiten wollen. Das hat alles gut geklappt und ja, jetzt geht es darum, am Samstag um 13 Uhr das auf den Platz zu bringen gegen Nürnberg und einen guten Start hinzulegen. Das Trainerteam hatte angekündigt, hart zu arbeiten. Haben Sie Ihr Versprechen gehalten, was Sie vor 5 Wochen euch gegeben haben in der Kabine? Auf jeden Fall. Im Ausdauerbereich sehr viel gearbeitet, im fußballerischen Bereich sehr viel gearbeitet, taktisch sehr viel dazugelernt und ich glaube, dass wir gewappnet sind für die Saison. Christian, mit Nürnberg kommt eine der Top-4-Mannschaften der Liga gleich zum Saisonauftakt nach Dresden. Sie gehören zum Favoritenkreis um den Aufstieg. Wie gehst du die Aufgabe mit deiner Mannschaft an? Also erstmal zu dem, was du jetzt alles gesagt hast. Ich sehe das genauso, dass da eine Mannschaft auf uns zukommt mit hoher individueller Qualität. Ich meine, viele von ihnen haben letztes Jahr noch in der ersten Liga gespielt. Und ich denke schon, dass, es wurde mir heute auch zugetragen, dass sie gut starten wollen und gleich wieder zeigen wollen, wo sie hinwollen. Und das ist in die erste Liga. Und deshalb ist es eine große Herausforderung, wo es aber darum geht, dass wir das auf den Platz bringen, was wir uns in den 5 Wochen Vorbereitung erarbeitet haben. Und das ist das, wo mein Augenmerk drauf liegt. Und alles andere wird man dann sehen. Niklas, 30.000 Zuschauer werden auch am Samstag wieder im Rudolf-Habig-Stadion dabei sein und euch die Daumen drücken. Wenn man so lange wie du schon dabei ist bei Dynamo Dresden, gehört das fast schon zum guten Ton, dass so viele Menschen kommen. Aber irgendwie ist es doch was Besonderes. Ich sehe das mal was Besonderes. Ich glaube, wir als Mannschaft haben eine sehr große Vorfreude. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass die Vorbereitung nicht immer die schönste Zeit ist. Und ja, wir jetzt sehr froh sind, dass es losgeht. Wir sind alle hochmotiviert, sehr heiß auf das Spiel am Samstag und ja, wollen natürlich ein positives Resultat erzielen. Sie haben sicherlich viele Fragen mitgebracht. Das soll es erstmal von uns gewesen sein. Jetzt sind Sie dran. Noch eine Information zum Personal. Bis auf Marco Hartmann sind alle Spieler einsatzfähig. Der Trainingsplatz ist voll zur Freude unseres Cheftrainers. Wer hat die erste Frage? Tim Schlegel, Bild Dresden. Ja, Fjellö, da falle ich doch gleich mal mit der Tür ins Haus. Du hast am Sonntag bei der offiziellen Saisoneröffnung gefragt, sollte dich heute bei der Pressekonferenz jemand von den Journalisten ansprechen, wer denn der neue Kapitän wird und wer vielleicht am Sonnabend im Tor steht, dann würdest du durchaus bereit sein, darauf zu antworten. Also wolltest du jetzt wissen, wer im Tor steht und willst du wissen, wer der Kapitän ist? Okay, dann kann ich euch das zum einen Teil gerne mitteilen. Ich habe mich dafür entschieden, 4 Kapitäne zu bestimmen. Das mache ich aus diesem Grund. Warum lachen Sie da? Ach so, okay. Ich mache das aus diesem Grund, weil ich 4 bestimmt habe, die am längsten im Verein sind. Das heißt, Marco Hartmann, Niklas Kreuzer, Yannick Müller und Patrick Wiegers werden in dieser Reihenfolge auch die Binde tragen, wenn sie auf dem Platz stehen. Vielleicht kommt da der Spanier in mir durch. In Spanien ist es gang und gäbe. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, das so zu machen. Das ist der eine Teil, der euch interessiert. Und zum anderen Teil müsst ihr noch bis Samstag warten. Und vielleicht gibt es ja dann nochmal eine Überraschung für den einen oder anderen. Hartmann, Kreuzer, Yannick Wiegers. Ja. Also Marco Hartmann, Niklas Kreuzer, Yannick Müller und Patrick Wiegers in der Reihenfolge. So habe ich doch gesagt. Wenn Niklas Kreuzer auf dem Platz steht, wird er die Mannschaft auf dem Platz führen, ja. Bitte mit Mikrofon, dann können alle Zuschauer die Fragen auch verstehen. Jetzt Sven Geißler, Sächsische Zeitung, hebt schon ganz eifrig den Arm. Anschlussfrage, außer der Zeit im Verein, was spricht noch für die 4 Jungs? Und zweite Frage zu Marco, wie weit ist er? Es dauert ja jetzt doch scheinbar länger, als man gedacht hat, oder? Täuscht der Eindruck? Zum einen, was spricht dafür? Identifikation mit dem Verein. Ich kenne die Jungs schon lange. Da ist auch ein Vertrauensverhältnis da. Und ihr kennt mich jetzt auch ein bisschen, ich bin kommunikativer Trainer, das heißt nicht, dass ich mit denen, die Binde nicht tragen, nicht spreche, ganz im Gegenteil. Zum anderen Teil, ja, Harti ist
hat gestern, glaube ich, wieder angefangen, mit dem Athletiktrainer zu arbeiten, allerdings bis jetzt nur im läuferischen Bereich. Und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir ihn ja, sukzessive wieder ranführen und erstmal gucken, dass wir weiterhin belasten können, ohne dass er wieder Schmerzen bekommt. Das wird mal das Wichtigste sein und wie lang es aber dauert, das kann ich euch nicht sagen. Wieder der Kollege Sven Geisler. Kreuz, die Frage geht an dich. Was bedeutet das für dich, in dieser Hierarchie, in dieser Rangfolge auf Platz 2 zu stehen und möglicherweise eben tatsächlich zum Saisonstart schon die Mannschaft auf den Platz zu führen? Ich meine, du hattest hier ja nicht nur leichte Zeiten, wo du gesetzt warst oder so, sondern musstest dich auch durchkämpfen, bist hier geblieben, hast dich dafür entschieden. Ist das jetzt sozusagen auch ein bisschen der Lohn dafür? Ob das der Lohn dafür ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe schon immer gesagt, dass ich mich hier extrem, extrem wohlfühle. Und ja, es ist natürlich eine große Ehre. Es erfüllt mich mit sehr viel Stolz, dass ja, ich in der Position jetzt bin. Klar, das hilft mir auch nicht, auf dem Platz irgendwie bessere Leistungen zu zeigen. Aber es ist natürlich, ja, wie gesagt, eine große Ehre. Ob es am Samstag das erste Mal der Fall sein wird, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, also es erfüllt mich auf jeden Fall mit großem Stolz, da hinterm Harti ja, der Vizekapitän zu sein. Frage beantwortet. Nachfrage. Thomas Narendorf, jetzt dein Einsatz. Isabel. Herr Narendorf, bitte. Christian, wenn ein Torhüter zu den 4 Kapitänen gehört, ist das dann schon ein Fingerzeig? Entschuldige, ich habe es nicht verstanden. Wenn ein Torhüter zu den 4 Kapitänen gehört, ist das schon ein Fingerzeig für Samstag? Das musst du für dich entscheiden, ob das ein Fingerzeig ist oder nicht. Aber ich, wie ich es gesagt habe, Wiegers ist derjenige, der nach den 3 davor am längsten im Verein ist und deshalb gehört er dazu. Was ich auch sagen will, ist, dass ich nicht Luis van Gaal bin und sage, mein Kapitän muss immer spielen. Okay? Die nächste Frage kommt wieder von Sven Geisler. Danke, Sinti. Danke, Isabel, bevor ich es vergesse. Stell gleich 2, die an Christian. Was erwartest du von deinen Kapitänen? Und an Niklas, wie würdest du die Führungsrolle interpretieren? Was erwartest du von den Führungsrollen? Wenn nicht, frage ich dich. Als ich das den 4 Jungs mitgeteilt habe, war das der zweite Teil des Gesprächs, worum es mir ging. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie erkennen, wenn in der Kabine mal was nicht so läuft, wie es laufen soll, wenn einer ausschert, dass da eingeschritten wird, weil Sie wissen, wie ich denke, Sie wissen, was ich erwarte, sowohl auf dem Spielfeld als auch drumherum. Und deshalb habe ich Ihnen ganz klar geäußert, dass Sie deshalb auch mein Vertrauen haben, und das Sachen sind, die ich unbedingt haben will. Natürlich bin ich derjenige, der, wenn sie es nicht in den Griff bekommen, da einschreitet. Aber ich finde einfach, dass auch viel von der Mannschaft gesteuert werden kann. Und das ist uns in meinen Augen zum Beispiel in der letzten Saison einfach nicht so gut gelungen. Ja, ich glaube, der Fierlo hat es schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, ja, dass wir so ein bisschen Vorbilder sein sollten, neben dem Platz sowie auch auf dem Platz, für gerade die jüngeren Spieler. Und ja, dem versuchen wir natürlich nachzukommen. Der Fierlo hat es schon gesagt, wenn man eine homogene Mannschaft vorfindet, glaube ich, dann stimmt auch die Leistung. Und da stimmen wir in der Pflicht, dass es da läuft, dass in der Kabine läuft, dass es nichts Unnötiges gibt, über das wir jede Woche diskutieren, sondern dass es da einwandfrei läuft. Und ja, das hat der Fellow uns dann auch so mitgeteilt. Herr Storberg, Sachs, das Stadtmagazin. Jetzt wollte es ja das Schicksal so, dass in der Vorbereitung beide Mannschaften, die am Sonnabend aufeinandertreffen, innerhalb kürzester Zeit gegen den gleichen Gegner, also Paris, gespielt haben. Beide Spiele gingen ja doch recht unterschiedlich aus. Ich denke auch, dass ihr das Spiel der Nürnberger auch beobachtet habt. Wenn man das mal so übereinander legt, ohne dass, ich weiß, man kann nicht ein Spiel mit dem anderen vergleichen, das sind immer andere Umstände, andere Spieler, aber wenn das dann doch mal übereinander legt, habt ihr das
für die Vorbereitung mit genutzt und da nochmal sozusagen ein paar Schwächen oder ein paar Dinge, die noch aufgeholt werden müssen, rausgepickt? Ich meine, ein paar Sachen hast du ja selber nach dem Spiel schon angesprochen. Ich antworte jetzt mal so darauf, was ich verstanden habe. Falls du noch irgendwie eine Nachfrage hast, gerne. Mich hat das Ergebnis nicht interessiert, weil ich vorher schon wusste, ich habe mir die Testspiele von Nürnberg angeguckt, ich weiß, dass da Qualität auf uns zukommt. Und trotzdem, das sind Testspiele gewesen. Da ist es immer was anderes, wenn es dann um Punkte geht. Aber ich möchte betonen, und das wissen die Jungs auch, da kommt ein Absteiger aus der ersten Liga. Und dass da Qualität vorhanden ist, das wissen wir. Dann wolltest du, glaube ich, noch irgendwas, ob wir noch an ein paar Sachen arbeiten müssen, oder? Dass es immer Dinge zu verbessern gibt, das steht außer Frage. Und da kann man nicht sagen, dass 5 Wochen dafür reichen, weil jetzt gehen die Spiele los. Da werden auch wieder Sachen kommen, die wir einfach noch nicht so gut machen können, weil sonst wird es auch langweilig werden. Dann, wenn wir ein Spiel gewinnen, dann heißt es ja, okay, wir machen alles richtig, wir müssen uns nicht mehr verbessern. Und das wird nicht der Fall sein. Sven Geißler. Die Frage nach dem Ziel, mit dem ihr in die Saison geht, ist noch offen. Gibt es das? Also wird das klar formuliert und klar kommuniziert? Wie sieht es aus? Aber das hattet ihr mir, glaube ich, schon gefragt. Ich beantworte es gerne nochmal. Wir wollen es besser machen als letzte Saison. Wir wollen konstanter spielen. Wir wollen uns immer weiter verbessern und nicht heute überragend, morgen geht so und übermorgen schlecht. Das ist das, was mir am Herzen liegt, dass ich da eine Konstanz reinbringen will und wir immer wieder aufs Neue uns beweisen und immer wieder aufs Neue bereit sind, unser Bestes auf den Platz zu geben. Weil wenn das gegeben ist, dann wird die Platzierung 100%ig besser sein als in der letzten Saison. Uwe Storberg. Jetzt ist Ralf Minge vorhin, weiß ich nicht, aus Versehen oder nicht aus Versehen rausgerutscht, dass jemand aus der U19 am Sonntag in der Startelf stehen wird. Ist dem so? Könnte. Also wenn das Ralf Minge gesagt hat, dann musst du ihn nochmal fragen. Ich habe ihm meine Aufstellung noch nicht gesagt und deshalb, ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, es wird so sein oder es könnte sein. Wenn er gesagt hat, es könnte sein, dann dem kann ich zustimmen, es könnte sein. Aber es könnte auch sein, dass es nicht so ist. Er hat gesagt, es könnte sein. Sven Geißler. Ich auch nicht. Ich gerade so. Ich habe einen Teil, den ich habe. Dann. Christian, du hast im letzten Test dann doch mit einer Spitze spielen lassen. Wie weit ist Musa und ist das auch eine Option jetzt für den Start gegen Nürnberg? Musa ist jetzt seit Dienstag im Mannschaftstraining. Da haben sie sogar frühest noch getestet, ob er schießen kann und so, weil er sich da noch nicht sicher gefühlt hat. Dann hat er aber alles mitgemacht und ja, den Rest wird man sehen. Leider hat er ein paar Tage verpasst, aber das kann in der Vorbereitung immer mal passieren. Wie es der Henry vorhin schon gesagt hat, außer dem Harty stehen alle auf dem Platz und das ist für mich eine wunderbare Situation. Ich weiß, dass es für einige natürlich dann erstmal oder es Enttäuschung geben wird, aber das wissen wir alle schon lange. Das ist im Fußball einfach so. Also von mir aus kann das gerne die ganze Saison so bleiben. Thomas Nahrenhof, Dresdner Morgenpost. Christian, macht denn der 20er-Kader, den es jetzt gibt, für dich als Trainer einfacher? Ja, was heißt einfacher? Ich kann 2 mehr auf die Bank mitnehmen, aber ich kann trotzdem nur 3 einwechseln. Was mir einfacher macht, ist, dass ich ja einfach noch mehr nach Spielverlauf dann entscheiden kann, weil ich einfach 2 Optionen mehr auf der Bank habe. Und noch eine Nachfrage. Die beiden Heimspiele gegen Nürnberg in der zweiten Liga endeten beide 1-1. Wäre das ein Ergebnis, was dich zufriedenstellen würde gegen den Absteiger? Das kann ich dir erst nach dem Spiel beantworten, weil man erstmal den Spielverlauf sehen muss. Aber ich will, dass die Jungs da reingehen mit dem Gedanken, das Spiel gewinnen zu wollen und alles dafür investieren. Und
wenn wir alles investieren und ein Riesenspiel machen gegen einen guten Gegner, der eben auch zu Torchancen kommt und es dann 1-1 ausgeht, dann können wir uns gerne nochmal unterhalten. Aber momentan würde ich lieber gewinnen. Die nächste Frage hat... Keiner mehr. Alle Fragen zum Saisonauftakt gegen den 1. FC Nürnberg beantwortet. Das scheint der Fall zu sein. Dann noch einen kleinen Moment Geduld, beziehungsweise Tim Schlegel mit der nächsten Frage. Bild Dresden. Eine Frage noch vielleicht an beide. Es wird jetzt natürlich, ist wieder die Rede von vielen Vereinen, Stuttgart, HSV, Hannover. Kann man jetzt schon sagen, dass die Liga mindestens so schwer wird wie in der letzten Saison? Oder ist das vielleicht aufgrund der Vereine, die da jetzt aufgelistet sind, sogar nochmal ein Tüpfelchen stärker? Ist sowas von vornherein einschätzbar? Und gibt's? Ich glaube, Fiello hat schon mal ein Wort dazu gesagt. So die Geheimfavoriten, die ihr da ganz oben am Ende erwartet, so geheim sind sie eigentlich nicht wahrscheinlich. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen eine mutige Aussage, aber ich denke, dass dieses Jahr schon fast mit die stärkste zweite Liga ist, die es bisher gab. Gerade wenn du siehst, welche Vereine da spielen mit Hannover, Stuttgart, HSV. Ja, das sind schon echte Kracher dabei. Aber ich glaube, gerade für uns waren das immer extreme Highlight-Spiele, wenn wir auf solche Gegner getroffen sind. Hat es immer sehr viel Spaß gemacht und ja, ich glaube, wir freuen uns auch dieses Jahr wieder auf die Duelle. Die nächste zweite Liga, die stärkste Liga aller Zeiten. Ja, seit wie vielen Jahren sagen wir das? Ich wüsste jetzt nicht, wann wir angefangen haben damit. Ich glaube, das war noch, jetzt heißt es ja Sport 1. DSF hat damals vor 44 Jahren damit angefangen, die stärkste zweite Liga der Welt. Also ich glaube, viel schwächer ist sie nicht geworden, aber ja. Wie er es gerade gesagt hat, wir freuen uns auf namhafte Gegner, wir freuen uns auf die Herausforderung, aber was nicht vergessen werden darf, ist, dass es gegen die etwas kleineren Namen vielleicht genauso 3 Punkte zu vergeben oder dass man da auch 3 Punkte holen kann und das will ich dann auch sehen. Da warst du als Spieler schon ein Teil von, ja. Mit Aachen und Union, ja. Der stärksten zweiten Liga aller Zeiten. Sind alle Fragen hiermit beantwortet? Dann noch einen kleinen Moment Geduld. Von mir noch ein paar Informationen zum Spiel, bevor wir zu den Fotos und abgesetzten O-Tönen kommen. Anstoß am Samstag, 27. Juli um 13 Uhr. Die Stadiontore öffnen um 11 Uhr. Wie immer 2 Stunden vorher, der VIP-Bereich 90 Minuten vor Anpfiff. Wir erwarten rund 30.000 Zuschauer, das sagte ich bereits. 2.000 Gästefans werden die Reise aus Nürnberg nach Dresden antreten. Es gibt derzeit noch rund 500 Karten im freien Verkauf für das Heimspiel gegen Nürnberg. Die Tageskassen öffnen um 11 Uhr, der Kassenbereich Lenné-Platz bereits um 10 Uhr. Dort gibt es neben den 500 Tageskassen für das Nürnberg-Spiel noch Tickets für die Heimspiele, für das Heimspiel gegen Heidenheim und das Auswärtsspiel in Karlsruhe. Das Stadionmagazin Kreisel gibt es wie immer im Fanshop und im Stadionumlauf. Unter anderem im Heft diesmal ein großes Interview mit unserem Youngster und Eigengewächs Leo Löwe. Schiedsrichter steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Den reichen wir dann später über Twitter nach, sobald wir Erkenntnisse darüber haben. Zur An- und Abreise noch ein paar Informationen. In Dresden gibt es derzeit mehrere Baustellen, welche die Linien der öffentlichen Verkehrsmittel zum Stadion betreffen. Es gibt daher einige Umleitungen sowie Schienenersatzverkehr, das betrifft folgende Linien. Linie 13 aus Richtung Neustadt am Bischofsplatz und Linie 11 an der Bautzener Straße. Linie 7 aus Richtung Gorbitz, Höhe Kesselsdorfer Straße sowie die Linie 10 an der Canaletto Straße. Nähere Infos gibt es dazu bei den Dresdner Verkehrsbetrieben unter www.dvb.de. Unsere Nachwuchsteams starten erst dann mit Unterstützung von Volkswagen im August in die Saison. Vielen Dank an alle, vielen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Volkswagen, dass wir hier zu Gast sein durften in dieser wunderschönen Location. Schönste PK, die ich bisher hatte, was die Location angeht. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Tschüss.